Hallo Leute. Oh, ich habe gerade was getrunken. Tut mir leid. So, greifen wir in das unbekannte Etwas rein. Was haben wir gefunden? Was haben wir gefunden? Oh mein Gott, es ist hässlich. Es ist klein. Es ist ein Hathor-Bildnis. Schön. Gut. Gehen wir in die andere Öffnung. Toll. Die Leute werden mich für verrückt halten. Ihr haltet mich für verrückt. Ich halte mich schon selbst für verrückt. Aber das ist ja auch egal. Sollte ich die Szene rausschneiden? Ich bin faul. Nee. Ich muss aufpassen, was ich sage. Nein, ich schneide die Szene nicht raus. Kann ja sein, dass sich einige sich drüber amüsieren. Dass ihr euch freut darüber, was mir gerade passiert ist. Oder auch nicht. Oder doch! Ey, das kann's nicht sein! Ey, ich. Nee. Nee. Das wird mir zu hoch, dass ich irgendwie was dazu sage. Ich habe Lust, einen Gegenstand gegen die Wand zu werfen. Das Einzige, was ich habe, ist ein Gabel, ein Messer, ein Teller. Und die Tomb Raider CD-Hülle. Ja, und mehr besitze ich nicht. Ich sitze hier in einem vierwändigen Raum. Seit wann haben Räume vier Wände? Oh mein Gott, nein, sie haben drei. Und jetzt aber. Und habe nur ein Gabel, ein Messer, ein Teller und eine Tomb Raider CD-Hülle. Und kein PC und kein Headset oder so. Nein, ich lebe nur mit den vier aufgezählten Sachen, verdammt. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Ich fühle mich wohl. Ah. Ach, Kumbel. Wisst ihr, das ist so... wieso scheitert mein Deutsch eigentlich? Das ist so Munitionverschwendung. So, ich habe das Gefühl, dass wieder so ein Fisch dann kommt. So, ey, Fisch. So, ein Oschi. Ja. Was habe ich jetzt? Das Unterteil. Wieso war es mir eigentlich nicht klar? Die kann ich doch bestimmt kombinieren. Ich habe irgendwie Angst, dass ich ein Beinteil vergessen habe oder so. Kombinieren. Was habe ich jetzt? Ich habe einen Portalwächter. Und er kann mich jetzt teleportieren zu... Oh! Wieso passiert mir das eigentlich immer wieder? Das ist jetzt meine Frage, die ich mir wirklich jetzt ernsthaft stelle. Was soll das? Warum stelle ich mir überhaupt solche Fragen? Mann, bin ich Moses? Mann, wächst mir Gras aus, nur Mumu? Okay, das war unnötig. Ihr haltet mich nicht für verrückt. Bitte nicht, aber ich hoffe... Ich hoffe, dass ihr mich für verrückt haltet, aber bitte tut es nicht. Genau. Achso, ja. So. Was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Bitte. Und ich sehe gerade, ich nehme auf. Gut. Ich dachte, ich würde nicht aufnehmen. Dann hätte ich mich ein bisschen gearscht. Aber nur ein kleines bisschen. Just a little bit. So. Jetzt aber. Kombinieren. Es tut mir leid. Eigentlich nicht, aber... okay. Falls einige jetzt ein falsches Bild von mir haben, erkläre ich euch das mal, dass das bei mir normal ist. Fragt mal Leute, die... bestimmt da drauf. Fragt mal Leute, die mich kennen. Ich... Rülpsen ist bei mir nichts Neues, also... Mindestens 50 Mal am Tag und dann geht das schon. So. Ist wirklich so. Naja, 50 war übertrieben. Ja! 50 war übertrieben, aber... Mindestens 20 Mal. So. Last night I just wanted to have fun, glaube ich. Ach, ich kann den Text nicht mehr. Das war peinlich. Ich wollte mal ein schönes Liedchen abfallen. Ey, wo rennst du hin? Oh. Hey. Kumpel. So. Sind wir wieder am Anfang der anfänglichen... Wir sind wieder am Anfang der Ära. Okay, ja, doch, last night I just wanted to have fun, to go out with my friends. I took my dad's car. So. Wow, das kam überraschend. Genießen wir die Szene. Ja, Lara, fühl dich ruhig wie eine Königin. Das hättest du wohl ja, ne? Falls du jetzt denkst, ich hol dir jetzt einen Fächer, um was zu essen, dann lass du dich aber geschnitten. Oh, scheiße. Ich hab nicht gespeichert!
Okay, ich habe ein bisschen gearscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die töten kann. Ich habe es mal im Speedrun gesehen. Da, an die Szene kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht, ob ich die töten kann. Einmal rum. Okay, wir nehmen die normale Ammo. Ich denke mal, das wäre sinnvoller. Ich hoffe, dass man euch töten kann. Nein! Ich wollte gerade Escape drücken. Ich wollte Escape drücken, verdammt. So. Wir haben, glaube ich, mitten im Kampf gespeichert. Oh, ich habe den Spielstand überspeichert. Das ist mal wieder so typisch. Wisst ihr, ich. Okay, Leute, ich versuche es dreimal. Wenn nicht, dann sage ich, wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Und das kann sein, dass ich das vielleicht erst noch am Wochenende oder irgendwann morgen aufnehme. So. Regel Nummer 1. Klappe halten und schießen. Nein. Wir nehmen zuerst dich. Wir nehmen zuerst den Rechten. Du bist rechts. Wir nehmen den Rechtsradikalen. Mit der Taktik müsste es eigentlich hinhauen. Und du stehst einfach da. Das ist sehr schön. Ist der gestorben? Ich weiß nicht. Du zählst nicht drauf. Ich glaube, das ist ein Bug. Was soll das? Hä? Ah, ich habe die schwere Ammo genommen. Mit der Taktik müsste es eigentlich hinhauen. Eigentlich. Wenn nichts schief geht. Ich finde das eigentlich immer fies, dass da, dass man irgendwie nicht, dass es das nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Ich habe meine Munition für dich ausgegeben und es war noch ein Bug. Mensch, Junge. Auf jeden Fall. Was ich sagen wollte. Die könnten noch mal an die Wand schreiben: Achtung, Bossfight oder Gegner oder. Also, eins muss ich sagen: Tomb Raider 4 ist das Spiel unter den Tomb Raider-Reihen, was die meisten Gegner, also nicht die meisten Gegner, aber meisten, sag ich mal, Zwischenbosskämpfe, nennen wir mal so. Ja, ich habe woanders abgespeichert, falls ich noch mal Lust habe, den Scheiß zu machen. So. Nein, auf jeden Fall. Das ist wirklich das. Erstes Spiel, was ich sehe, wo so viele Zwischengegner kommen. Oh, die Brustpanzerung. Dann kommt bestimmt die Rückenpanzerung. Wenn ich die linke Beinpanzerung nicht mehr finde, dann bin ich ein bisschen gerauscht. Auf jeden Fall. Okay. Wer weiß, vielleicht kommt da jetzt ein Cutscene. Auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, die zwei Typen, dann kommt ein Ochse, dann kommt. Ah, okay, gut. Dann kommen noch. Da kam noch alles. Also es kamen schon so ziemlich viele Zwischengegner, das muss man mal sagen. Und wo geht's hier raus? Geht's hier raus? Willst du dich nochmal hinsetzen? Nein. So, ich durchforste nochmal den Raum. Ist das ein Hebel? Nein. Optische Täuschung. So. Sag mal, geht's hier? Jetzt, die Frage nach dem Sinn des Lebens hat sich geklärt. Nein, nach dem Weg hat sich geklärt. Gratuliere! Sie haben es also überlebt und kämpfen weiter. Ich denke mal, Sie besitzen nun die gesamte Rüstung. Jean-Yves wird uns nach Kairo begleiten, zugegebenermaßen nicht ganz freiwillig. Ein einfacher Handel, sein Leben im Tausch gegen die Rüstung des Horrors. Und überlegen Sie sich's nicht allzu lange, mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns, Ihr Herr.